Schönen guten Morgen miteinander. Ich gehe heute aufs Hörnli. Wir haben heute den 23. Juli 2021. Und ich starte heute vom Parkplatz Gfell und gehe hier aufs Hörnli. Meine Tour habe ich in 5 Teile unterteilt. Der erste Teil bis in den Wald hinein. Und dann über die Kreten rein. Der zweite Teil ist das steile Stückli da, wo es in den Wald geht. Und dann kommt die Kreuzung, wo man dann kann oben durch. Das ist der dritte Teil. Und dann geht es eigentlich noch schräg durch den Wald hier bis an die Strasse. Und von dieser Strasse laufe ich dann nachher im 5. Teil hier rauf zum Hörnli. Und dass ihr seht, wo ich bin. Ich bin hier auf dem Parkplatz Gfell. Und möchte euch alle begrüßen zu meinem heutigen HB3YPI On Tour SOTA Tag. Schön, dass ihr mich begleitet. Ich sage, ihr mich begleitet, weil ihr schaut ja jetzt mein Videofilm an. Und darum seid ihr dabei heute auf dieser spannenden kleinen SOTA Tour. Bin gespannt, was wir machen können. Jetzt laufe ich los. Bis später. Es wird langsam wärmer. Wir haben etwa 17 Grad. Ich bin heute Morgen in Zürich bei 15 Grad abgefahren. Um 6:30. Es ist jetzt 7:15. Und ihr seht dort unten den Parkplatz Gfell. Ich bin jetzt hier bereits schon ein Stückchen hochgelaufen. Die Sonne kommt. Das ist Zürich Oberland. Und mache mich jetzt hier vor, wo der Baum ist, mache ich schnell eine Pause. Dann laufe ich nachher über die Krete rein. Und dort oben in dieser Krete geht es beim hinteren Waldrand entlang Richtung Hörnli. Einfach, dass ihr ein bisschen seht, wo der Weg ist. Sehr schöne Landschaft hier. Wunderbar. Es ist jetzt hier schön kühl. Jetzt laufe ich noch 500 Meter und dann mache ich eine Pause. Das ist das Feldwägli. Das ist eigentlich noch das letzte Feldwägli, wo an der Sonne ist, wo man an der Sonne läuft. Da vorne geht es in den Wald. Und es ist also schon recht warm. Und man kommt schon jetzt zu schwitzen, darum bin ich am Morgen früh losgelaufen. Kann ich euch hier die Gegend noch ein bisschen zeigen, dort das Toggenburg. Dort Richtung Bodensee. Und dann hier wieder zurück. Die ganze Gegend. Sehr schön, sehr schön. Ich habe einen guten Tag verwünscht. Ich sehe auch, es hat viele Schmetterlinge und Blumen und sonst irgendwelche Viecher. Jetzt laufen wir auch in den Wald hier. Ich bin jetzt hier von dort unten durch den Wald durchgelaufen. Das ist jetzt hier das zweite Bänkli, wo ich eine Pause mache. Das Rucksäckli, das Spazierstück, das Funkgerät. Und dann geht es dann noch hier. Das ist jetzt eigentlich das steilste Stückli, wo es hier nachher im Wald hochgeht. Und bevor ich den Anstieg mache, der ist etwa 300 Meter lang, gehe ich zuerst mich noch ein bisschen ausruhen hier an diesem Bänkli. Oh, schön, der Vogel. Und mache hier eine Pause. Und gehe dann nachher ein Stock höher. Ihr seht, ich schnaufe. Ihr hört, ich schnaufe. Und man sieht jetzt so nicht genau, wie steil das hier da ist. Aber ein Stückchen habe ich bereits schon. Und dort oben, wo es heller ist, habe ich dann den dritten Teil, ich glaube, es ist der dritte Teil, fertig von meiner Planerei. Also ich laufe jetzt hier noch ein bisschen weiter. Es ist also recht steil. Ja, man sieht es hier drauf nicht gut auf dem Bild. Aber ich habe es jetzt geschafft. Innerhalb von 10 Minuten bin ich jetzt hier oben gewesen.
Für mich ist das schon eine rechte Leistung, die 300 Meter, die es hier so steil hochgeht. Mein Weg geht noch hier weiter rauf. Wir haben nur mal etwa 200 Meter steil Stückchen. Und dann geht es nachher oben durch, dort an dieser Kreter entlang. Dort, wo der Berg anfängt, dort ist die Hauptstrasse. Und da hinten oben, hinter diesen Tafeln, dort ist dann das Hörnli. Das ist dann mein Ziel. Jetzt habe ich schnell den Plan vorgenommen. Und Moment, schnell was anders sitzen und geschaut, wo ich hier bin. Also ich bin hier oben gestartet, im Gefäll. Dann bin ich hier die erste Strecke gelaufen, über die Krete. Und das ist das kleine Stückchen hier. Ich kann es euch zeigen. Das hier sind die 300 Meter, aus so steil ist. Und jetzt bin ich an dem Punkt. Und jetzt laufe ich nachher hier oben durch. Das wäre dann Etappe 3. Und noch, ja, das ist jetzt eigentlich, ah, da geht es ein bisschen steil hoch, da geht es rüber, das ist eigentlich gut zum Laufen, da geht es hinten runter. Also jetzt komme ich in die Etappe 3. Und, ja, ihr seht, es geht wieder upsi. Bis später! Dort hinten ist das Hörnli. Ich bin bereits schon, wie ich vorhin gesagt habe, am Umlaufen hier. Für die dritte Etappe. Da bin ich jetzt schon etwa 5-mal oben gewesen, vom Hörnli. Und bis jetzt bin ich gut in der Marschrichtung. Ich habe schon länger gehabt, bis ich da oben war. Aber mit Üben wird das jedes Jahr ein bisschen besser. Wobei ich natürlich jedes Jahr ein bisschen älter werde. Darf man das natürlich dann nicht vergessen. Aber wenn ich dann da oben bin, dann ist es eigentlich nur noch Katzensprung. Ich bin wieder im Wald rein. Dort unten, wo der helle Fleck ist. Dort ist der Anfang von meiner Etappe 3. Dann bin ich hier in den Wald rein, wo es hochgegangen ist. Habe mich dann noch ein bisschen geirrt. Es hat hier noch jene Tritt, wo man muss hoch und runter laufen muss. Ich mit meinen kurzen Beinen hatte hier ein bisschen Probleme, weil die Höhe halt doch ein bisschen recht hoch ist, um die Stufen hier überwinden. Es ist aber nicht schlimm. Klar, schnaufen ist auch Arbeit. Und jetzt gibt es hier den Wurzelweg. Das ist schon ganz witzig, die vielen Wurzeln. Und ich glaube jetzt wirklich, wenn ich dort oben bin, dann habe ich das steile Stückchen von der Etappe 3 hinter mir und dann geht es noch geradeaus hindern. Das mache ich jetzt noch. Nachher mache ich eine Pause dort oben. Ziel erreicht. Ich bin jetzt auf dem höchsten Punkt vom kleinen Hörnli. Die Schräge, die Steilheit haben wir jetzt hinter uns. Der schräge Baum, der ist schon seit einem langen Jahr da, den sieht man jedes Jahr. Das ist ein guter Merkpunkt für die, die da hochgehen. Wenn ihr den seht, dann sind wir hier auf dem höchsten Punkt vom kleinen Hörnli. Es gibt noch einen Weg unten durch. Dort, wo ich vorher runtergelaufen bin, wo ich eine Pause gemacht habe. Ich bin natürlich hier nicht unten durch, der ist hier hinten unten im Feld unterwegs. Ich bin hier den Steilweg gut gelaufen, ist eine Abkürzung, ist aber steiler. Und jetzt bin ich hier auf dem kleinen Hörnli oben. Ich kann euch zeigen auf der Karte, wo ich bin. Jetzt nehmen wir hier wieder ein Gräschen. So, also, hier ist das steile Stückchen, wo es so hochgegangen ist. Hier. Dann bin ich hier das äussere Weg durchgelaufen. So zittert ein bisschen. Und dann hier zum Punkt 3, kleine Hörnli. Und jetzt bin ich an diesem Punkt hier. Und jetzt geht es nur noch hinten runter und dann fährt noch die vierte Etappe an bis zur Strasse. Das ist das Stückchen, wo es jetzt abwärts geht. Es ist schön kühl im Wald. Ich bin froh, bin ich früher gegangen. Jetzt ist es richtig angenehm, um hier abwärts zu laufen. Und wenn man hier ein bisschen zwischen den Bäumen schaut, dann sieht man auch,
den Turm hier vom Hörnli. Ganz schönes Bild, wenn man hier ein bisschen durchschaut und die Natur auch schaut. Dann sieht man den Turm, der zum Wald auskommt, natürlich hinten oben. Das ist jetzt mein letztes Stückchen von der Etappe 3. Das geht hier richtig gemütlich runter, wie ich vorher gesagt habe. Katzensprung. Das ist also ganz lässig zum Laufen. Und bin jetzt froh, dass ich hier ein bisschen gemütlich runterlaufen kann und die strengen, steiligen Wege und Treppen nicht mehr muss machen. Also so ist es wirklich angenehm zum Laufen. Und ich bin wirklich froh, bin ich am Morgen frühzeitig los, weil heute haben sie ja 30 Grad angesagt. Dann möchte ich dann nicht müssen, da bei 30 Grad am Nachmittag hier hochlaufen oder heilaufen. Wobei, das Heilaufen ist ja dann nicht so ein Problem. Wenn ich da unten bin, ich gehe mir jetzt gerade ganz runter. Ich halte hier ein bisschen da über die Wurzeln rein. Da. So. Jetzt zeige ich euch etwas da unten. Das ist jetzt das Ende der Etappe 3, die ich auf der Karte gezeichnet habe. Und die Etappe 4. Seht ihr dort den Feldweg, wo es jetzt schön zu der Strasse geht. Der Weg hier, der hier, das war der untere Weg. Da hätte ich eigentlich gerade hinterher laufen können. Hätte ich nicht müssen über das kleine Hörnli rein. Aber ich bin eben ein Ehrgeiziger. Manchmal mache ich halt auch etwas, was ein bisschen schwieriger ist, als immer nur das Einfache. Beim Heimweg laufe ich dann wieder unten durch. Das ist das Ende der Etappe 3 dort hinten. Da kommt hier unten der Feldweg mit dem Wegweiser. Der Feldweg, das ist der hier unten. Das ist die Strasse, die man auf der Karte sieht. Die geht dort oben zum Wald aus. Das sind jetzt noch etwa 600 Meter oder 700. Da bin ich in der Hauptstrasse oben. Und der Boden hier, da ist der ganze Waldboden voller Wurzeln, Äste. Man hört die Vögel pfeifen. Man hat vorher ein Eichhörnli gesehen, hat Pilze gesehen. Und muss also sagen, es war noch nicht schön, ich habe einen guten Tag verwünscht. Ich musste ein bisschen schnaufen, ist ja kein Wunder. Ich habe auch schon ein 6 auf dem Rücken. Und wie ich vorher gesagt habe, es wird halt jedes Jahr zu Jahr, wird der Berg hier so höher werden, eben schwieriger. Aber ich probiere, was ich machen kann, mache ich auch für mich. Es soll ein Applaus sein, es soll ein Spass sein. Und wenn ich dann oben bin, dann schaue ich mal auf die Uhr. Ich möchte einfach unter 1 Stunde und 50 Minuten hier oben sein. Wobei ich natürlich jetzt noch mit der Pause ein bisschen länger habe. Und für das Videofilm habe ich natürlich auch wieder Zeit gebraucht, um das Ganze hier zu gestalten für uns. Aber schön sind ihr immer noch dabei. Das freut mich. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spass. Das soll auch so sein. Jetzt gehen wir weiter bis zur Etappe 5. Bis später. Ich muss richtig schnaufen. Ich mache dann nachher oben Pause an der Strasse. Ich bin jetzt von hier unten hochgekommen. Als ich mit der Etappe 4 angefangen habe, es wird immer wärmer. Das Wasser laufen fängt richtig runter. Den Baum habe ich noch nie gesehen. Der ist letztes Jahr noch nicht hier gelegen. Der hat es eventuell vom Sturm umgerührt. Und das ist jetzt das letzte Stückchen von meiner vierten Einteilung. Man kann hier den steilen Stock holen. Dann geht es einer wieder runter. Ich gehe aber diesen Weg. Das sind noch etwa 300-400 Meter. Und dann bin ich an der Hauptstrasse oben. Und dort oben mache ich dann nochmal eine Pause. Dort unten bin ich zum Wald rausgekommen. Am Ende meiner Etappe 4. Das ist jetzt die Teerstrasse, wo ich unten laufe. Das ist also wirklich gemütlich spazieren. Die geht jetzt hier um den Berg. Das Hörnli ist hier hinten oben. Und ich laufe jetzt hier schön um den Berg herum. Und es ist jetzt schön, die Sonne gekommen. Ich habe vorher noch mit Leuten geredet, die gehen pilzen.
Und hat doch viele Leute, die hier schon gelaufen sind. Jetzt ist es ganz schön zum Laufen hier, die Teerstrasse. Ganz gemütlich. Und dann mache ich dort oben wieder eine Pause. Die Felsen, die ihr hier seht, leuchtend orange, gelb, beige, ockerbraune Farbe. Das ist der sogenannte Nagelfluh. Das ist ein Konglomerat. Und das findet man viel im ganzen Sperrgebiet. Die Legere ist zwar Muschelkalk dort, aber es hat auch Nagelfluh. Das sieht man hier ganz gut. Das ist ein sehr poröses Steingemisch mit Bollenstein. Man sieht hier, wie der Stein beschaffen ist. Also ganz interessant von dem her gesehen. Noch ein bisschen Geologie auf dem Spazierweg. Jetzt bin ich die Hälfte der fünften Etappe. Von dort unten bin ich gekommen. Jetzt mache ich hier noch schnell eine kleine Pause. Sitze hier noch ein bisschen her, weil ich weiss jetzt genau, das ist noch das letzte Stückchen, die letzten 700 Meter, die hochgehen zum Turm. Das ist die Teerstrasse hier. Und dann, wenn ich jetzt hier vorlaufe, bin ich jetzt nicht ganz sicher. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier ein bisschen weiterlaufen würde, so wie ich es im Kopf habe, sollte man dort oben, jawohl, sollte man es dort oben sehen. Dort oben der Sendeturm vom Hörnli. Und hier hat es noch schöne Schmetterlinge. Schaut mal das an. Die schönen Schmetterlinge, die hier rumfliegen. Verwirrt es nicht, aber ja, vielleicht sieht man es gleich. Es ist also recht warm geworden. Schon über 20 Grad. Ich bin bei 15 Grad gestartet heute am Viertel, am halb sieben daheim. Und merke die paar Grad Unterschied schon. Aber jetzt zum Anlaufen habe ich schön kühl. Und jetzt bin ich froh, bin ich also wirklich 3/4 Stunde früher losgezottelt. Machen wir schnell eine Pause und dann geht es den letzten Stich. Ich zeige euch jetzt, wo ich noch bin. Ich bin da. Das ist dann da, wo ich zum Wald rausgekommen bin. Und dann bin ich hier die Strasse rumgelaufen und jetzt bin ich genau an dem Punkt hier, dass das Schürli ist. Und jetzt geht es hier nachher rauf ins Hörnli, das heisst, jawohl, hier laufe ich nachher rauf. Bis nachher. Liebe Besucher, hoffe, Sie sind noch dabei. Bin jetzt hier unten rumgelaufen und ich würde sagen, ich habe mein Ziel erreicht. Das hier ist eigentlich nicht mehr gültig, wir haben jetzt Sommer. Aber es kann ja gleich noch schneien hier plötzlich. Schaut mal das Wetter an. Schaut mal die Gegend an. Schönstes Wetter. Es ist weit über 20 Grad. Und ich denke, ich habe mein Ziel erreicht. Dort oben ist der Sendemaster und der Dreispitz, der Triangelpunkt vom Hörnli. Das Hörnli hat natürlich noch eine Referenznummer. Das ist Hotel Bravo. Zulu Hotel. -003. Und, von der Zeit her würde ich sagen, ich bin mit dieser ganzen Filmerei, mit den Leuten, die ich geschwätzt habe, mit den Pausen, die ich gemacht habe, bin ich genau in 2 Stunden oben gewesen und ich bin am 20 vor 8 losgelaufen unten. Dann habe ich ein paar Mal Pause gemacht und jetzt haben wir quasi 20 vor 10. Und wenn ich von dem her gesehen, kann ich sagen, bin ich zufrieden, weil Pause machen und die Filmerei mit dem Video, das hat auch noch Zeit in Anspruch genommen. Und ich kann ja nicht hetzen. Aber ich hatte letztes Jahr eine Stunde 3/4. Heute habe ich 2 Stunden mit Filmen, Schwätzen und mit Pause. Ich würde sagen, bei 1,5 Stunden bin ich jetzt hier hochgelaufen. Und reine Laufzeit, also von dem her gesehen, kann ich sagen, bin ich richtig zufrieden und glücklich. Jetzt laufe ich noch ganz rauf, mache ich wieder eine Pause und dann schaue ich mal, ob ich einen Spot absetzen kann auf einem 2-Meter-Band. Und dann schauen wir, ob wir den Berg in Besitz nehmen können und wie viele Verbindungen dass ich hier machen kann mit anderen Stationen. Bis später. Berggasthaus Hörnli.
Wir haben hier den Sendeturm. Da vorne der Triangel. Zu dem laufe ich jetzt führen. Könnt ihr mich noch die letzten Schritte begleiten? Dass ihr auch gesehen, dass ich hier war. Ich bin froh, bin ich hier. Es wird immer wärmer. Und suche mir nachher ein gutes Plätzchen, wo ich kann meine Kuh so machen kann. So, das wäre jetzt hier. Jetzt sind wir unten, unter dem Triangel. Wir sehen hier noch ein bisschen Gegend. Masten. Und ich gehe jetzt hier vorne zu dem Bänkchen und mache dann hier Pause machen. Und ich weiss aber, dass dort vorne, dort weiter vorne, auch noch Platz hat zum Funken. Was eigentlich fast noch besser ist, wo man so ein bisschen seine Ruhe hat. Ich laufe jetzt zu dem Bänkchen vorne, weil ich habe gesehen, dort oben hat es Leute, ich möchte die nicht stören. Und hier bin ich in der prallen Sonne, bin ich relativ nah am Turm. Ich weiss, dass es hier nicht so gut geht, man muss dort führen. Und hier hat es noch einen Gedenkstein vom Feldarmee Korps 4. Irgendwie ein Nagelfluhfindling von den Soldaten, die hier Dienst geleistet haben. Ich laufe jetzt dort führen. Dort vorne sehen wir wieder den Punkt. Ich bin jetzt hier ein paar Meter runtergelaufen, weil es hat dort Leute dort vorne. Die Grillstelle, die möchte ich nicht stören mit meiner Funkerei. Ich weiss aber, dass es hier auch ein Bänkchen hat. Es sieht jetzt hier von der Perspektive etwas anders aus. Man hat das Gefühl, es geht hier so steil hoch. Das ist aber nicht so, weil das Bänkchen tief im Boden drin ist. Ich habe mich hier bereits schon ein bisschen eingerichtet und habe es mal als Funkgerät bereit gemacht. Ich esse noch eine Banane. Jetzt setze ich den Spot setzen und ein Büchlein zum Hinschreiben, meine Logs. Und dann würde ich sagen, so also in einer halben Stunde, Viertelstunde lohne ich dann los mit dieser Verbinderei, mit den anderen Stationen. Entschuldigung, hatte ich mit anderen Stationen. Sehr schöne Gegend oben. Und ich bin gespannt, wie das heute eigentlich dann kommt. Ich sehe, es kommen immer mehr Leute dort, die laufen. Ihr seht es. Es ist vernünftig, dass man hier ein bisschen schaut, dass man den anderen Naturgängern nicht den Platz wegnimmt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit eine Pause gemacht. Ich sehe hier. Ich habe auch eine Verpflegung, Mineral mitgenommen. Ein bisschen Tee habe ich hier mitgenommen. Ich habe ein Bäuerchen hier. Rauchbrot. Ich habe Nüsse hier. Die Geschichte mit den Nüsse, die kennt ihr ja bereits schon, wenn ihr schon ein anderes Video gesehen habt. Die Salznüsse hier. Da sage ich jetzt nicht mehr dazu. Dann habe ich einfach nicht mehr Zucker, dass ich ein bisschen Power habe und Bananen. Etwa ein Landjäger. Ich habe jetzt hier meine Geräte eingerichtet mit den Antennen. Dann habe ich hier bereits schon ein bisschen das Büro probiert einzurichten. Ihr seht jetzt hier, ich stehe hier ein bisschen im Schatten, dann sieht man es besser. Das ist ja die Strasse, wo ich unten hochgelaufen bin. Und jetzt bin ich hier auf dem Hörnli oben. Und bin jetzt hier ein paar Meter neben dem Punkt. Aber es hat einfach dort vorne viele Leute. Das Büro habe ich auch gemacht, das Logbuch. Bereits schon ein bisschen vorbereitet. Ich tue dann jetzt den Spot setzen. Und ihr seht, dort vorne hat es noch mehr Leute. Sie kommen langsam Fußgänger. Und ich tue jetzt den Spot setzen. Dann kann ich nachher mal schauen, ob mir hier andere Stationen Antwort geben. Ist wirklich sehr schön zum Schauen hier. Wirklich sehr schön. Es wird immer wärmer. Aber es ist schön angenehm, kühl. Ich bin froh, bin ich früher gegangen. Und gegen den Mittag wird es dann richtig heiß. Mein Platz hier, wo ich am Arbeiten bin. Ihr seht es hier nochmal. Ein bisschen Leute. Ja, danke Christian. Jetzt musste ich hier gerade schnell etwas machen. Jetzt laufe ich wieder ein bisschen umeinander. Ja, das ist ja so richtig. Ich habe Tee zu essen, zu trinken, da, alles da, kein Problem. Ich bin jetzt ein bisschen aufgestanden, hat mir vorher fast Blut abgeklemmt auf dem Bänkchen.
Und ich habe hier ein Rauchbrot, ich habe ein bisschen, ja, einen Salami, nein, Landjäger habe ich hier, Bananen, Nüsse und ein bisschen Brot, Tee, ich habe auch Zucker hier, ich habe alles hier. Also von dem her gesehen, Getränke habe ich 3, glaube 2,5 Liter getragen. Und 1 Liter ist schon weniger, also heisst, der Rucksack wird auch leichter mir abtragen, gell? Gut, Christian, nochmal zurück zu dir. Top, wie gesagt, ich wünsche dir noch gute Aktivierung. Hoffentlich sehen wir uns gleich wieder einmal. Sagen Wäsche 73, grüßt ihn, Sottertag. Und wie gesagt, ich bin am Wochenende auch sottermässig unterwegs und vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit für eine Verbindung. Ich weiss nicht, ob du noch Summit to Summit willst machen oder allenfalls nochmal in den Bergen bist. Jedenfalls, schönes Wochenende und bis bald. Danke vielmals, Christian. Ich muss Monis HB 9 Stunden Aushilfe machen, weil sie wollen, glaube ich, den Beam abnehmen dort. Und dann haben sie niemanden an der Station und am Abend gegangen mit dem Americo schnell hier Richtung Meiringen. In dem Sinn, einen schönen Tag und vielleicht können wir uns noch dann kurz schliessen, wenn du aus Otta bist. Gerät habe ich jedenfalls dabei. Ciao Christian, danke. Ciao, ciao Silvio, 37. HB3XXX Portable, das ist glaube ich Tabea. Schönen guten Vormittag, das ist HB3YP Portable. Komm noch mal. Ja, hoi Silvio, das ist Tabea, genau. Ich habe immer noch drüben am Arbeiten, aber das Hörchen kann ich noch gut brauchen. Ja, das hast du jetzt aber lieb gesagt. Ich kann das Hörchen nicht schenken. Ich kann dir einfach den Punkt geben, gell? So wie kann man auch nicht hier Berge verschenken, aber der Wille wäre da gewesen, gell? Aber schön, hast du eingerufen, ich tue dich auch gerade locken und das geht hier recht gut. Ich bin jetzt hier wirklich gut gelaufen, in 1,5 Stunden vom Gfell aus, Parkplatz Gfell. Und das Wetter, es wird einfach immer wärmer. Also ich denke, am Mittag ist hier wieder Sense, weil ich möchte nicht bei 30 Grad runterlaufen. Ich bin ja heute Morgen um 6:30 bei 15 Grad zum Haus aus und wir haben jetzt schon weit über 20 Grad. Aber ja, komm noch mal. Abstieg 73 nach Dübendorf und danke vielmals. Ciao, ciao. Jetzt habe ich den Spot gesetzt und das ist abgegangen wie ein Raketenstart. Es sind doch ein paar Stationen gekommen. Eine nach der anderen habe ich abarbeiten und das hat also funktioniert, auch mit dem Spiralenmikrofon, das ich hier am Funkgerät habe. Das hat viel besser funktioniert. Weil der Knopf dort an dem alten Teil, der ist so streng, kommt man immer den Krampf über beim Drücken. Der tut das QSO unterbrechen. Ihr seht hier auf der Liste, wenn wir hier schauen gehen, es sind doch schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Verbindungen, habe ich können machen. Ich muss es dann noch schöner schreiben. Es geht dann manchmal ein bisschen gar schnell bei mir. Dann schreibt man nur die Rufzeichen Zeit, aber man muss dann auch noch andere Sachen reinschreiben. Und es ist jetzt also von dem her gesehen, habe ich den Berg können aktivieren und jetzt machen wir wieder eine Pause, essen den Landjäger und etwa ein Nüssli, dann mache ich dann nochmal einen Spot und dann, ja, dann gegen den Mittag, wenn es dann wirklich hier, die Zone dort oben noch besser meint mit uns, dann wird es dann 30 Grad und dann bin ich dann aber wieder im Wald, in im Schatten beim Heilaufen und dann geht es mir wieder gut. Aber schön sind wir immer noch da. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spass an meinem Sottertag. Ich hoffe noch ein QSO machen, ein Summit to Summit. Das heisst, da bin ich auf dem Berg oben und vielleicht kann ich noch mit einer Station, die auf einem anderen Berg oben ist, ein QSO machen. Und das wäre dann ein Summit to Summit QSO. Mal schauen. Bis später. Moment, gut, wunderbar. Mal. Das ist tipptopp, wenn du noch ein bisschen Aktivitäten machst, 2 Meter FM. Hat auch sonst noch Leute, die hier meistens halb so anrufen, aber viele gehen auch noch auf Kurzwellen. Gell? Gut, mal, ich gebe dem Micke noch eine Retour. Habe 3 X-Ray, Moment jetzt. Yankee, Papa India, du hast aber 9 Mike November X-Ray, go ahead. Danke vielmals für den Rapport. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit das andere Mikrofon gewechselt, weil ich habe ja das letzte Mal gesagt, der Sendeknopf von dem Gerät geht extrem streng. Die Federn ist sehr stark, da kommt ein Krampf über. Jetzt habe ich es
länger mit dem Mikrofon her und sämtliche Stationen haben gesagt, die Modulation sei sehr gut. Ich habe hier im Mikrofon innen auch den grösseren Lautsprecher und das bessere Mikrofon als im Gerät innen selber. Du bist jetzt mein 7. QSO, so viel, dass ich geschrieben habe. Danke, ich tue dich locken 0856 und wünsche dir einen schönen Tag nach Langendorf, Langendorf glaube ich, ja, Richtung Solothurn. Ciao, Christoph. Ja, wunderbar, Silvia, alles klar, ja, tipptopp. Mal, das geht auch gut. He. Und ja, die Zeit auch so aufgeschrieben, he. 0856 hast du mir durchgegeben. Gut, mal, ich arbeite hier übrigens mit einem Mobilgerät, Mobilfunkgerät. Und am Antenne ist hier so ein Falltippbau, der hier irgendwie am Antennenrohr ist. He. Aber eben, es geht hier so also richtig hörnlich, wunderbar. Mal, also, los, ich wünsche dir noch viel Erfolg hier auf dem Band und auch noch schöne Zeit. Das Wetter hier noch heute auch noch so bleibt, wie es ist, gell? HB3 Yankee Papa India, HB9 Mike November, ich weiß nicht, gut. Salut, Silvio. Danke vielmals. Übrigens, ich habe ein FT1 mit einer kleinen Antenne und ein altes ICOM mit der RH77. Und das geht also tipptopp. Ich teste beide Geräte, testen, beide Antennen ein bisschen ausprobieren. Aber von dieser Höhe hier von 1132 Meter müssen wir ja nicht diskutieren. Das geht ja. Und wenn es nicht geht, dann kann ich die Geräte in den See abrühren. Gut, das wäre es gewesen. Beste Grüße vom Hörnli Richtung Langenthal, Solothurn oder Langendorf. Danke fürs QSO. Bis zum nächsten Mal. 73. Ja, wunderbar, ja, Langendorf, das ist richtig, ja, Langendorf hat den Kanton Bern, gell? Also, gut, Silvio, und FTS, ja, das könnt ihr auch, das ist eigentlich ein gutes Gerät, ja, das ist auch zuverlässig, ja, einmal bei mir noch. Gut, Sali, Silvio, HB3, ich, Yankee, Papa India, HB9, nehmen wir nichts, ist der gute. 73, danke. Ist das eine Sota-Station? Das ist der, ich habe nicht Portable. Ja, das ist eine Sota-Station. Jetzt muss ich aber schnell das Bleistift in die Hand nehmen. DL habe ich noch verstanden. Hier ist HB3YPI Portable. Ich tue es nochmal wiederholen. Hotel Bravo 3 Yankee Papa India. Der Vorname ist Silvio. Für deine Schreiberei, ich bin auf dem Hörnli. Hotel Bravo Zulu Hotel 003. Ist das durchgekommen? Ja, klar, Silvia. Schönen guten Morgen. Da ist wieder der Bruno, der DL-HB9 Charlie November Yankee Portable. Ich bin auf einem 003. Welche? Das ist Delta Mexico Bravo Whisky 003. Schönstes Wetter und ein bisschen Luft. Vielleicht hört man es, wie es da im Mikrofon ein bisschen zischt. Wunderbar, dich wieder zu hören, Silvia. 5 und 9. Delta HB3 Yankee Papa India Portable von DL-HB9 Charlie November Yankee Portable. Ich bin ein CGM, Jawohl, also jetzt muss ich nochmal rekapitulieren. Delta DL-HB9 Charlie November Yankee, das habe ich geschrieben. Und dann ist dein Berg, den Berg habe ich nicht ganz überkommen. Delta Lima Bravo. Whisky, kannst du mir es nochmal durchgeben? Okay, kein Problem, Silvio. Es ist nicht Delta Lima, es ist ein Teufel, Delta Mexico. Delta Mexico, das sind die Lower Mountains da im Schwarzwald. Bravo Whisky, 003. Wie du, 003. Ah ja, jetzt ist es durchgekommen. 003, es hat noch eine andere Station eingerufen, die irgendjemandem gerufen hat. Aber dann habe ich alles aufgeschrieben. Ich tue dich gerade jetzt loggen. Ich habe Zeit nicht da, ich muss schnell schauen. Aber wenn wir jetzt gerade aufschreiben, dann sind wir sicher zeitlich richtig. In dem Sinne, einen schönen Tag und wünsche eine schöne Verbindung. Und danke für das Summit to Summit QSO. Ciao, ciao. Ja, okay, Silvio. Es ist ja nicht unser erster QSO, gell? In den Tagen vorher bin ich da auch im Schwarzwald unterwegs und da haben wir mindestens einmal, wenn nicht noch zweimal schon das QSO gehabt. Du bist auch alle Tage unterwegs bei dem schönen Wetter, gell? Ist klar. Haben einen schönen Tag und gute Aktivierungen. Tschüss, bye bye. Danke vielmals, danke. Ich hoffe, du hörst mich, Silvia. Ich gebe das Mikrofon ganz schnell zu dir. Mach das mit dem Bruno, dass er das QSO mal hat noch. Silvia übernimmt. Ja, danke. Markus, ich glaube, ich habe mit ihm schon ein QSO gemacht heute.
Und das Summit to Summit QSO hatte ich da gehört auf dem Hörnli, darum habe ich vorher reingerufen. Aber es klappt ja auch. Ich tue dich jetzt gerade locken, wir müssen ja nicht lange schwätzen, dann kannst du noch andere Stationen machen. Aber es hat jetzt funktioniert, zu dir ist die im Digital. Markus, komm noch mal. Okay, wunderbar, ja, du mit dem Bruno schon hast es gut. Ich weiss ein bisschen, ich bin nicht sicher, ob irgendwie Frequenz ist. Warte schnell, Silvio. Bruno, ist das deine Frequenz? Hast du die gespottet gehabt? Negativ, ich kann ja nicht spotten. Ich drehe einfach um und schaue, wo jemand rum ist. Dann hätte ich heute die Frequenz haben und mit dem Silvio habe ich auch schon das QSO gemacht. Er war der Erste gewesen. Ja. Merci, Markus, ihr könnt die Frequenz behalten. Okay, super, vielen Dank. Ciao Bruno, ciao Giulio, danke vielmals. Und dann also mache ich schnell weiter mit dem Silvio da. Silvio, gutes Signal, hast ein gutes Gerät. Ich glaube, ich schaue mal schnell auf die Kreikovic-Anzeige. Ich bin hier vom HB, BE118, 118, Bern, 118. Silvio, übernimm. Ja, danke Markus, das hat wunderbar geklappt. Anstrengende Modulation, ein bisschen rauschen, fast übermoduliert bist. Und das Signal rechts am Anschlag, so dass ich hier sehe. Wir haben hier satt heißes Wetter. Ich habe heute Morgen auf 4,75 gespottet. Du bist, glaube ich, jetzt mein 9. QSO. 10 will ich machen und dann gehe ich heim, weil es wird langsam gegen die 30 Grad hier, also wirklich heiß. Und dann gehe ich noch langsam ab. Aber danke, dass du mich eingenommen hast, Markus. Und wünsche noch der Silvia weiter und dir einen schönen Tag. Macht's gut, guten Abstieg und komm nochmal. Okay, tipptopp, ja. Funktioniert also super vom Hörnli aus, muss ich sagen. Ist perfekte Sache. Momo, hat natürlich Freude, dass es klappt. Da hast du bei mir auch 5,9. Auch fast zu laut, aber dann macht nichts. Das sind gute Geräte, fahren wir weg vom Mikrofon oder so. Und das ist wirklich etwas ganz Bombastisches, was wir da haben. Gut, also nein, hat mich gefreut da. Wir sind wirklich ziemlich am Anschlag und wir mögen es immer so. Wir haben zwar noch mal einen wollen machen, aber ob wir ihn wirklich noch machen, weiß ich noch nicht. Ich muss mal gerade überschauen auf den, wie hat er gesagt, Menge Grad oder Menge, ja, irgendetwas. Ist eigentlich gar nicht so verrückt, wenn wir überschauen. Man sieht oder man hat das Gefühl, es ist relativ flach drauf von der alten Uhr, die sie da neu aufgebaut haben. Aber ja, mal schauen. Wir sind wirklich durch. Und wir sind auch nicht so früh gegangen heute. Wir sind zuerst mörgelt bis um 9 Uhr, dann sind wir abgefahren. Dann haben wir nicht ganz dort herfahren können, wo wir haben wollen. Wir haben 1,5 Kilometer zusätzlich müssen laufen. Aber wir sind wirklich diese Woche, wir haben alles herausgefordert und wir haben geschaut, dass wir alles mögen laufen. Und als Limit gegangen. Andere lachen natürlich über solche Bärbli, aber für uns, für mich ist es eine wunderbare Sache gewesen. Das ist vernünftig. Es warten sicher noch viele Stationen im Hintergrund. Auch ich mache einen kurzen Durchgang. Bis mein 9. QSO. Gebt einfach der Gesundheit Sorge. Lieber einen Berg weniger machen als einen zu viel und umkehren. Ich gehe nachher auch langsam heim, weil es wird mir langsam zu heiß oben. Und dann gehe ich schön im kühlen Wald heimlaufen. So habe ich es geplant. Ich war 1,5 Stunden oben. Das ist der Rekord. Wobei ich 2 Stunden brauche mit Filmen und mit den Leuten schwätzen. Aber ich würde sagen, für meine Verhältnisse, wenn du mich kennst, in 1,5 Stunden vom Gefäll da oben, dann würde ich sagen, ist das doch eine respektable Leistung. Danke fürs QSO, Markus, und auch der Silvia. Beste Grüße vom Hörnli, von deiner alten Gegend, Heimat. Und bis zum nächsten Mal. 73. Danke. Summit to Summit, Hotel Bravo 9, Golf Uniform India Portable. Okay, tipptopp, Golf Uniform India, hast du gehört. Danke Silvio für die Verbindung und 73 wünsche ich dir einen guten Abstieg. Hotel Bravo 3, Yankee Papa India. Jetzt müsste ich einfach nochmal den Summit haben, das ist mir ein bisschen schnell gegangen. Ja, bei mir geht das eben manchmal ein bisschen schnell, wenn ich am Reden bin und einen guten Lauf habe, gell? Das ist halt so, man muss immer ein bisschen hetzen auf dem Berg, aber da passt mir eigentlich auch nicht. Gut, meine Bergerreferenz ist Hotel Bravo, Zulu Hotel 003. Hotel Bravo, Zulu Hotel 003, das ist Hörnli im Zürich Oberland, auf 1132 Meter. Und ich glaube, ich habe gehört, dass du auch auf einem Berg oben bist. Dann kannst du mir deine Referenz auch noch geben. Und dann haben wir nämlich ein Summit to Summit QSO richtig Biel können machen vom Hörnli oben runter. Komm noch mal bitte. Jawohl, sehr gerne. Meine Referenz ist Hotel Bravo / Bravo Echo 173.
Das ist Hotel Bravo Echo 173. Danke vielmals, Rolf. Hotel Bravo. Bravo Echo 173, Kanton Bern. Das langt mir. Ich kann noch schauen, wo das ist. Und ich tue dich jetzt gerade locken. Ich müsste jetzt auf die Uhr schauen, aber ich denke, das ist jetzt irgendwie um die halbe Zehn herum. Also 0:39, irgendwie so. Ich denke, das ist so gut. Zurück. Jawohl, das ist fast richtig. Also, genau ist Uhrzeit 0:09:31. 0931, danke vielmals für das nette Samito Sami QSO. Du bist mein 10. QSO. 10 Verbindungen habe ich machen. 10 habe ich machen. Das heisst für mich jetzt, ich gebe die Frequenz frei für alle anderen Stationen. Danke allen und ich gehe noch langsam heim. Es hat mir langsam zu viele Leute oben und die wollen irgendwie auf mein Bänkchen, aber ich gebe es noch nicht frei. Also danke und einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Nicht so schnell, ihr zum Tafel. DJ5AV, ja, das ist ja wunderbar, das 11. QSO. 5-9 auf dem Hörnli. Ja, 5-Stern beim Bodensee. Schönen Tag für dich. Danke Mil, vielmals für 5-9 am Bodensee. Ich tue dich jetzt auch gerade locken. 0932 und einen schönen Tag. Da ist ein Delta Lima Station, das ist Hotel Bravo 9 Golf Uniform India Portable. So, jetzt ist fertig. Ich konnte 11 QSO machen. 11 Verbindungen. Davon waren, glaube ich, 3 Summit- und Summit-Verbindungen. Also von Berg zu Berg. Das gibt Zusatzpunkte. Wenn ich hier hinten schaue, ist der Platz voller Leute. Darum habe ich jetzt die Kamera etwas runter, dass man die Leute nicht sieht. Und ich gehe jetzt langsam heim. Ich packe hier meine 9 Sachen zusammen. Ich hatte hier Brötchen, Landjäger, Bananen, Nuss, Nüsse, Mineral. Und von dem her gesehen habe ich das Ziel erreicht. Die Temperatur ist steigend und jetzt wird es mir wirklich zu heiß. Ich laufe jetzt langsam runter und melde mich dann unten im Wald nochmal melden. Aber schön sind ihr immer noch dabei. Mein Video soll ja Spass machen und Freude machen. Und dann sehen wir uns sicher wieder das nächste Mal. Bis später. Der Platz, den ich vorher benutzt habe zum Funken, zum Mittagessen, habe ich jetzt freigegeben. Auch sauber verlasse ich den wieder. Ich tue kein Güssel liegen lassen, kein Papier, es liegt nichts umeinander. Und somit können auch andere Leute wieder hier geniessen. Und ja, ich laufe jetzt hier wieder langsam heim. Muss jetzt schauen, ob ich hier oben gegangen. Ja, da ist ein bisschen steil. Ich gehe hier wieder draußen runter, meinen Weg. Und dann gehen wir in den Schatten. Jetzt bin ich wieder hier. Das sind meine letzten Bilder, die ich jetzt hier mache. Von meiner Sotta-Tour HB3YPI. Ich bin heute Morgen hier unten zum Wald rausgekommen. Und ich gehe jetzt wieder in den Wald rein. Es ist hure heiß. Es ist heiß. Und ich gehe in den Schatten. Ich möchte jetzt allen Danke sagen, die mit mir hier begleitet haben, die Zuschauer, allen Stationen, die mir Antwort gegeben haben, auf meinen Ruf dort oben. Und es war wirklich eine lässige Challenge gewesen. Ich konnte 11 Verbindungen machen. Und ich denke, mehr habe ich nicht hergebracht, weil das Wetter ist einfach zu heiss. Man sieht es hier auf dem Arm, am Kopf, es läuft mir das Wasser runter. Ich habe noch 1 Liter Mineral hier. Ich habe 2,5 Liter mitgenommen. Ich habe jetzt noch genug zum Trinken. Gegessen habe ich auch. Und ich denke, ich habe das Ziel erreicht.
Heute bin ich froh, bin ich frühzeitig hoch. Ich war ja 1,5 Stunden oben gewesen. Wenn man noch Zeit zurechnet fürs Filmen und mit den Leuten schwätzen, hatte ich halt 2 Stunden gehabt. Aber das kann man ja dann so anschauen, wie man will. Aber ich denke, jetzt ist wirklich schön, auch zu euch Danke sagen. Vielen Dank allen zusammen. Ich habe ein bisschen den Hick, ich mag auch nicht mehr so schwätzen, die Stimme kratzen vom vielen Schwätzen heute Morgen. Ich tue mich verabschieden, sage Tschüss zusammen. Danke, dass ihr da gewesen seid, mich begleitet haben. Bis zum nächsten Mal. Das wär's gsi. Ich gehe jetzt dort oben in den Wald und dann werdet ihr mich nicht mehr sehen für heute. Und ja, mehr sage ich nicht mehr. HB3YP Portable mit Zotta auf dem Hörnli, das wär's gsi. Tschüss zusammen, macht's gut. Bald bin ich im Schatten, hat der Kühle. Die Stimme versagt langsam. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da gewesen. Schön, wunderschöner Tag gewesen. Wirklich schön.